Round 1. Und los geht's. Der erste Kampf am heutigen Abend. Bis 66 Kilo in einem Federgewicht. Kommt eine schöne linke direkt durch und direkt weggeschwungen. Und der Gegner rettet sich direkt in den Takedown. Also Nasrats Stil ist auf jeden Fall schon mal klar. Im Stehen bleiben und harte Hände bringen. Mal schauen, ob ihm das hier gelingt. Haben hier einen Clinch. Im Käfig. Da landet er leider auf dem Rücken. Kämpfer aus der blauen Ecke. Aber nicht nur, weil er auf dem Rücken ist, muss es heißen, dass er ungefährlich ist. Es gibt genug Aufgabegriffe, auch vom Rücken aus. Oder deren gleichen. Und da probiert er schon, einen Aufgabegriff anzusetzen. Der Kämpfer aus der Unterlage. Jetzt muss er aufpassen, der Kämpfer aus der roten Ecke. Der Arm sieht sehr gestreckt aus. Aber er kommt raus. Ah, dumm gemacht, leider vom Kämpfer aus der Unterlage. Das hätte der Finish sein können, wenn nicht sogar müssen. Aber ja, das Fahrwasser vom The Vlog ist klar, nachdem er ein paar harte Hände gespürt hat, auf jeden Fall ins Grappling zu gehen. Aber er muss aktiver werden am Boden. Schöner Ellbogen vom Kämpfer aus der Oberlage. Der Mundschutz ist von einem Kämpfer rausgeflogen. Aber geht weiter. Schon wieder schöner Ellbogen im Ziel. Das Greifen in den Käfig ist verboten. Wir sind schon bei der Hälfte der Zeit der ersten Runde. Da muss der Kämpfer aus der Unterlage jetzt aufpassen. Jetzt kommt eine sehr schlechte Situation. Oh nein. Das sieht schlecht aus. Und jetzt Ground and Pound. Aber für das Finish reicht das bis jetzt nicht. Aber wenn der Kämpfer aus der Unterlage so bleibt und sich nicht wehrt, kann es auch ganz schnell anders enden. Harte Hände. Oh, das war's, glaube ich. Ja, das war's. Das war's. Sieg nach Ground and Pound nach 3,5 Minuten. Kämpfer aus der roten Ecke Nasrat. Hat somit einen Rekord von 3 Siegen und 3 Niederlagen. Sowas sehen wir doch gerne. Finishes. Den Gegner hier schön geöffnet mit Schlägen und Ellbogen. Und dann ist der Finish eben auch nicht weit. Wenn ein paar Dinger sitzen mit diesen dünnen Handschuhen. Kommen wir zur Urteilsverkündung. And now, ladies and gentlemen, one more time, give me a big hand, grand applaudissement pour tous les deux combattants. Red winner in the red corner, Nasrat Tarakay!
Schöner, dominanter Sieg für den Kämpfer aus der roten Ecke.